Hallo, ich möchte gern mit euch basteln und zwar ja wieder so eine Art Goodie-Bag. Also ich brauche das für Bestandsaufbewahrung. Ich muss ja, ich mache diese Tauschpost für die Loni und die, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, wo ich ihre Tauschpost auspacke und sie hat mir so viele Stanzteile geschickt, dass ich da noch ein bisschen was stanzen muss und deswegen bin ich jetzt gerade dabei, noch ein paar Bestandsaufbewahrungen zu basteln. Hier sind auch schon ein paar Stanzteile drin. Ja, und das ist jetzt so ein schmales, wo ich finde, wo man sehr gut mit den Händen auch reinkommt. Das ist nicht so hoch mit den Briefumschlägen. Das habe ich aus diesen Briefumschlägen gemacht. Die sind natürlich wieder aus dem Action. Aber man kann ja Briefumschläge nehmen, wie man möchte. Ja, und das möchte ich mit euch gerne zusammen machen. Ich mache es eh gerade. Da habe ich mir gedacht, mach die Kamera mal an. Ich habe die schon zugeklebt mit Klebeband. Ich denke mal, das brauche ich euch nicht zu zeigen. Ich mache das jetzt so. Ich knicke mir das jetzt hier so ein. So. Dann habe ich nämlich hier schon mal die Mitte. Und dann schneide ich mir den hier über. Ich guck mal, das sind circa 7 cm. Ich schneide jetzt mal, das sind 7 cm. Passt das? Ja, das passt. Also ich teile mir die bei 7 cm. Dann sind die alle ungefähr gleich groß. Habe ich jetzt Mist gemacht? Nein. So, das brauche ich jetzt nicht mehr. Dann gucke ich mal, wie sehen die aus. Ja, hier kann ich noch ein bisschen Kleber reinmachen. Das mag ich nämlich jetzt nicht so. Das mache ich jetzt hier mit so einem Flüssigkleber. Da gehe ich jetzt überall rein und gucke, was ist lose, was kann ich noch festkleben. So, das mache ich ganz schnell. Das mache ich jetzt überall, das brauche ich euch jetzt nicht jedes Mal zu zeigen. Aber damit ihr seht, dass ich auch solche dann nochmal festklebe. Ich gucke mal hier, hier oder hier sowas. Das würde mich stören später. Deswegen klebe ich das alles nochmal fest und dann geht es weiter. So, als nächstes habe ich mir so ein Washi rausgesucht. Das ist von Bella Belvedere. Das habe ich aber auch schon was länger. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Und das möchte ich mir hier so an den Rand machen. Ich lasse da so, was weiß ich, einen Millimeter Abstand zum Rand und dann mache ich mir das hier dran. Einmal so rum. Aber jetzt ein bisschen aus der Kamera, aber ich mache ja noch eine Seite. Ich schneide das dann hier so ab. Das ist die Seite, die offen ist. Und hier geht das einmal rum. Das ist, finde ich, einfacher wie das Washi von jeder Seite einzeln aufzukleben. So, jetzt gehen wir aber mal was in die Kamera. Also hier ist die Öffnung. Hier klebe ich das so hin. So. Dann drehe ich das. Reiß das hier gar nicht ab, sondern gehe hier einfach drum. Und gucke, dass das hier oben bündig abschließt, dann ist es nämlich wirklich auf einer Höhe und schneid das einfach hier am Rand ab. Dann habe ich auch hier so ein Überbleibsel, aber dann brauche ich hier auf jeden Fall nicht beim nächsten Mal zu suchen, wo das Washi anfängt. So, das war's schon. Die anderen habe ich schon vorbereitet. Dann kommt hier noch das doppelseitige Klebeband drauf. Das ist von Dani Pois. Weil ich hätte ja gern, dass das auch hält. Weil dem Action-Klebeband, dem traue ich da nicht mehr. Weil nach einer Zeit klebt das einfach nicht mehr. Und dann gebe ich lieber ein paar Mark mehr aus oder ein paar Euro mehr aus. Und habe aber was Vernünftiges. So. Ja, jetzt müssen die zusammengeklebt werden.
Das machen wir jetzt auch. Ich ziehe mir das Klebeband überall ab. Ja, dann prüfe ich noch mal, wo es oben. Hier ist auch hier oben. Weil das, da hat man sich so schnell verklebt und dann reißt man sich meistens leider alles kaputt. Ja, dann stelle ich mir die so aneinander. Ist nicht schlimm, wenn es nicht perfekt wird. So, jetzt. Wenn es ein bisschen schief ist, das ist mir bei dem anderen auch passiert. Das ist nicht schlimm. So, das ist schon mal die erste. Jetzt kommt das nächste da drauf. Ich muss hier übrigens auch noch Klebeband drauf machen, damit ich das nachher an dem Designpapier auch festkriege. So, alles abmachen. Hier ist oben, da ist oben. Ja, da muss ich aufpassen, da bin ich nämlich immer so ein kleiner Spezialist drin. So, das ist okay. So, dann haben wir schon die Tasche Nummer 3 dran. Ja, hier klebt das vom eben noch ein bisschen. Wo habe ich denn meinen Radierer? Das ist mein alter Kleberadierer. Wo war denn das jetzt? Hier. Und damit kann man so einen Überschusskleber, was hier so ein bisschen rauskam, kann man damit wegmachen. Dann klebt das nämlich nicht mehr. Ist aber nur was. So, jetzt ist es besser. Jetzt habt ihr den auch mal in Einsatz gesehen. Ist auch noch ein bisschen. Das ist okay. Jetzt kommt das noch drauf. Oben. So, und das war jetzt die vierte Tasche. Hier muss jetzt noch Klebeband drauf. Ja, hier sieht man das, dass das ein bisschen schief ist. Seht ihr das? Hier oben. Aber das ist nicht schlimm, das sieht man dann in der Tasche gar nicht mehr. So. Jetzt brauche ich das Designpapier. Das ist aus meinem Bestand. Das sieht von der Rückseite so aus. Und da lege ich mir das einfach so an. Und mein Bleistift, wo ist er? Das waren die Zahnstocher. Ah. Wo ist denn der Bleistift? So, ich lasse das hier ein bisschen, das Designpapier hier ein bisschen überstehen, so auch so 1 mm und auf der anderen Seite auch, was ihr jetzt überhaupt nicht sehen könnt, so. Also hier und auf der anderen Seite auch und mache mir hier den Strich. Ja, das habt ihr jetzt gesehen und schneide das ab. Da ist der Strich. Was hast du jetzt? Ah, das Papier ist zu lang. Ich fasse es nicht. Ach,
muss das. Ich muss das ein bisschen abschneiden. Hier unten ist nämlich noch diese Bordüre. Jetzt habe ich das natürlich genau an der Seite angezeichnet. Ja, das schneide ich jetzt erstmal ab. Ich dachte gerade, was denn jetzt? Also muss ich das nochmal anzeichnen. Ja. Also nochmal so anlegen. Jetzt kommt das aber hier rein. Und jetzt kann ich es abschneiden. So. Ja, und jetzt überlege ich, das muss so rum, damit das richtig rum ist. Genau. Ja, dann klebe ich das jetzt hier rein. Und ich gucke immer wieder, wo ist oben. Ich glaube, ihr merkt das. Aber ich glaube, ich bin da auch nicht der einzige Spezialist, der das immer, der dann so schöne Dummheiten hinkriegt. So, dann knicke ich das hier einfach so um. Und lege das so an, dass hier wirklich die Ränder so übereinander sind von dem vom Designpapier. Vorne und hinten. Und dann muss ich nur noch das umknicken. Und da achte ich auch darauf, dass die Ränder übereinander liegen. Na komm. Und da hier ja nur Stanzteile reinkommen. Ist das dann auch nicht so schlimm. Ja, und hier schneide ich jetzt auch ein Stückchen ab. Ich glaube, ich mache das mal hier. Gucken, ob das reicht. So. Das sind zwar eine große Klappe, aber dann kann ich die auch schön verzieren. Was wollte ich jetzt? Ach so, die Ecken, die möchte ich noch gerne runden. Dafür nehme ich dann das. Und ich möchte diese Rundung hier haben. So. Ja, und das war's eigentlich schon. Ach nee, hier müssen wir ja auch noch festkleben. Ich erzähle einen Unsinn. Ja, ich mache dann ein Craft-Update. Wenn ich die alle verziert habe, dann zeige ich euch die nochmal. Und erkläre euch, was ich da gemacht habe. Meistens erklärt sich das ja auch von selbst. Aber so habt ihr schon mal diese Grundform, wie ich das gemacht habe. Das ist jetzt quasi aus zwei Briefumschlägen. Hat man jetzt hier vier Fächer. Das finde ich echt schön. Wo ist das andere? Wo habe ich denn das jetzt? Ah, da. Ja. Und dann habe ich schon wieder zwei Aufbewahrungen für Stanzteilchen. Ja, das war es auch schon. Ich hoffe, euch gefällt das. Vielleicht macht ihr das auch mal nach. Würde ich mich natürlich freuen. Hier muss ich noch ein bisschen Kleber wegradieren. Das sieht man. Seht ihr das? Diese Flecken hier. Ja, ich würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal. Das Craft-Update zeige ich euch natürlich. Bis dann. Tschüss.